Galileo Galilei. Galileo Galilei sagte vor langer Zeit, dass das Universum in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Und das ist wahr. Enrique Zuazua ist angewandter Mathematiker. Die Welt mit Hilfe von Formeln besser machen. Schneller, weniger störungsanfällig, präziser, fortschrittlicher. Darin hat er seine Lebensaufgabe gefunden. Bisher hat Zuazua in Paris, Madrid und Bilbao geforscht. Mathematik ist in unsere Zivilisation integriert. Versuchen Sie mal einen Tag ohne Mathematik auszukommen. Sie können Ihre Kreditkarte nicht benutzen, Sie können keine Termine mit Freunden und Familie vereinbaren, Sie können nicht zählen, Sie können keine Anrufe machen, Sie können nichts tun. Unsere gesamte Welt stützt sich auf diese Grundlage der Mathematik. Mathematik als präzises Werkzeug mit nahezu unendlichen Anwendungen. Eine Weltsprache. Es spielt keine Rolle, von welchem Kontinent Sie kommen, welcher Religion Sie folgen. Die Mathematik ist die gleiche. Also schließt die Mathematik die Lücke zwischen allen anderen Disziplinen. Kontrolltheorie und numerische Analysis heißen seine Teildisziplinen. Wo entstehen Verkehrsengpässe? An welchen Stellen versagt ein Leitungssystem zuerst? Ganz praktisch geht es darum, die Realität ausrechenbar und steuerbar zu machen. Häufig mit Hilfe sogenannter Näherungsgleichungen. Wie erreicht man das richtige Maß an Präzision, ohne sich in endloser Berechnung zu verstricken? Ausschnitte der Welt betrachten und universelle Rechenmodelle darauf übertragen. Was ist die Definition einer Welle? Man kann im Grunde sagen, dass eine Welle etwas ist, das eine Form hat, die man identifizieren kann und die sich bewegt. Und dann kann eine Welle ein neuronaler Puls sein oder Blut, das in unseren Arterien fließt. Es kann eine Meereswelle sein oder es kann eine dieser Schockwellen sein, die wir nicht sehen, aber hören können. Wie ein Klatschen. Die Humboldt-Professur bringt nicht nur Enrique Zuazua nach Deutschland, sondern auch seine Familie. Eine nicht unerhebliche Umstellung von der baskischen Küste ins fränkische Land. Trotzdem ein Umzug, auf den sie sich freuen. Manchmal tut es gut, einen neuen Impuls in seinem Leben zu bekommen, sagt Zuazua. Ein physischer Umzug von einem Ort zum anderen ist manchmal auch eine Gelegenheit zur Auffrischung, zur Erneuerung seines Forschungsprogramms. Die Beziehung zur Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen ist bewährt und gewachsen. Zuazua arbeitete dort bereits ein Jahr als Humboldt-Forschungspreisträger, ist offizieller Botschafter der Universität. Nun geht er noch einen entscheidenden Schritt weiter. Eine Humboldt-Professur und ein Umzug nach Deutschland. Wie fühlt sich das an? Sie weiß es. Eva Dabrowska hat ihre Humboldt-Professur in Erlangen im letzten Jahr angetreten. Wissenschaftlicher Anknüpfungspunkt zwischen Zuazua und der Linguistin, wieder das universelle Instrument der Mathematik. Auch sie benutzt statistische Analysen in ihrer Forschung. Die potenziellen Kollaborationen sind nahezu unendlich. Zuazua hat schon mit Flugzeugbauern gearbeitet, Wartungsintervalle eines Stromnetzes in der Atacama-Wüste berechnet oder medizinische Bildgebungsverfahren optimiert. Die Realität, zum Beispiel ein Tumor, lässt sich beschreiben als Welt aus kontinuierlichen Funktionen und Kurven, eine Form. Oder als eine Welt einzelner Zahlenwerte. Und häufig kann und muss das eine in das andere überführt werden. Dies ist also typischerweise die Tabelle, mit der ein angewandter Wissenschaftler arbeitet. Denn ein angewandter Wissenschaftler verfügt über Daten. Daten über Temperatur, Verschmutzung, Bevölkerung, Reichtum, Risiko, alles Mögliche. Und dann ist das natürlich auch dieselbe Art von Daten, die einem Computer gefallen. Dann muss man also eine Verbindung zwischen diesen beiden herstellen. Genau darin liegt die Herausforderung. Die Welt der Kurven und unendlichen Brüche in Reihen endlicher, diskreter Zahlen zu überführen.
Algorithmen suchen, die nicht unendlich präzise sind, aber ausreichend genug und damit schnell und verlässlich berechenbar. Die angewandte Mathematik in Erlangen in eine herausragende Position führen. Ort und Zeit sind dafür genau richtig, ist Suazua überzeugt. In diesem besonderen Fall ist es der Zusammenschluss der Humboldt-Stiftung und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Dieser Zusammenschluss, dieser gemeinsame Wille zur Entwicklung einer Exzellenz für die angewandte Mathematik, hat mich wirklich dazu bewegt zu glauben, dass dies das Richtige für die nächsten Jahre ist. Denn ein Bewegungsimpuls sucht sich unaufhaltsam und berechenbar seinen Weg. Mathematik ist eine Art Körper, der wächst und den ganzen Planeten bedeckt. Das ist wie Surfen. Man erwischt eine Welle und diese Welle wird einen antreiben.